können wir nichts daran ändern. Aus meiner Sicht gibt es keine Zweifel, die Fehmarnbelt-Querung muss kommen und sie wird kommen. Es geht ausschließlich darum, dass wir die Arbeitsplätze in Norddeutschland, in Hamburg sichern, und das können wir nur über eine Ausweichmöglichkeit, eine Umfahrung Hamburgs durch die Elbquerung bei Glückstadt machen. Über Jahre, Jahrzehnte hat es Hamburg versäumt, das sage ich jetzt auch ruhig mal meinen Kollegen hier aus der Bürgerschaft, die alle damals noch nicht in der Verantwortung waren, aber hat Hamburg es versäumt, einen großen Ring um Hamburg zu ziehen, wie es alle anderen Metropolen gemacht haben. Dieser große Ring um Hamburg herum, östlich wie westlich, das rächt sich jetzt, dass man es damals nicht gemacht hat. Und jetzt staut sich alles vor dem Elbtunnel, das jeden Tag, davon ist jeder Pendler betroffen, da ist die Familie betroffen, da sind natürlich in Schleswig-Holstein insbesondere auch die Logistiker betroffen, die heute aus Schleswig-Holstein abwandern. Wir können noch so viel Ansiedlungsprojekte wollen und auch fördern wollen. Zurzeit erleben wir, dass gerade Logistiker weggehen, weil dieses Risiko des Elbtunnels nicht mehr kalkulierbar sind. Und das in einer Phase, wo wir erst mit der A7 beginnen, noch nicht mal den Tunnel, den Deckel haben und auf der anderen Seite den Bauabschnitt noch gar nicht angefangen haben. Deshalb ist es so existenziell wichtig, dass dieser Abschnitt dringend und nicht aus ideologischen Gründen verhindert wird, sondern dringend kommen muss.